dreckigen Verlies! Und die Landesherrschaft des Bistums Sauerland führe ich seit Jahren Krieg gegen meinen Landadel und gegen mächtige Nachbarn. Meistens mit Erfolg. Aber Graf Engel der Zweite von der Mark bereitet mir als Gegner ständig Verdruss. Wie im deutschen Thronstreit, wo er auf der Seite des Habsburgers steht. Ich aber Ludwig den Bayern unterstütze. Oder in der Bredeforter Fehde, die ich gegen Graf Walter den Zweiten von Geldern führe, dessen Verbündeter Engelbert ist. Kürzlich fiel Engelbert ins Münsterland ein, gesetzte Dülmen und Haltern. Dass ich eigentlich immer auf der Lauer lag. Juhu, der Berg. Halt. Am 27. Juni 1914 ist es endlich soweit. Auf Burg Altena weihen wir unsere erste ständige Jugendherberge ein. Thank you.
funktionell. Es ist, was man braucht. Ja, du kannst nicht machen. Du kannst es nicht machen. Es ist ganz schön hart, dass man Strohsack, denn es ist wirklich echte Strohle. Und dann zu Hause ist wesentlich bequemer. Aber wenn Sie möchten, können Sie diese Bauten gerne ausprobieren. Sie dürfen sich hineinlegen, es ist ein Strohliegebecken. Die Betten sind angefertigt worden, das klingt bisher nicht erzählen. Da hat sie so bestellt bei einem Altenauer Schreiner, der sie dort auch nach Sandplänen angefertigt hat. Sie sehen hier ein Bett mit einer Aufhängung für Kleider und Bettsäcke. Es ist einfach ein Schnitt gewesen. Und der Schiff dieser Betten ist, dass man sie auch einfach verlängern konnte, indem man sie auf den Haken kurz nach kurz und die Knöpfe runterlaufen. Seid ihr gewesen, wenn wir wieder? Ich wollte uns dann noch rummachen. Ja, das kann auch nicht.